Trotz eines Winters, der durch Schneearmut glänzt, gibt es nach wie vor Wettbewerbe im selbigen, im Schnee, unter anderem im Skibergsteigen. Ein Mann aus München, der regelmäßig daran teilnimmt, der diesen Sport für sich entdeckt hat und seit 6 Jahren darin aktiv ist, der war jetzt bei der Erztrophy in Bischofshofen. Er ist zurück, sitzt hier mir gegenüber. Herzlich willkommen, Rainer Jahn. Servus. Ja, Rainer, du startest für das Team Sagletti Eisecke. Jetzt werden in München die Ohren klingeln und im Umland, weil eine sehr bekannte Gelaterie. Wie kommt es? Also wie kommt ihr zu diesem prägenden Teamnamen? Ja, also es ist ja so, man sucht ja da schon, also man will eigentlich schon ein Team bilden, wenn man da so mitmacht, weil man immer hinten in der Ergebnisliste eine Spalte hat, wo man ein Team reinschreiben kann. Und mir ist dann eigentlich nichts Besseres eingefallen, als das Eisecke Sagletti zu machen, weil das eigentlich mal einer meiner guten Skitourenkumpels ist. Und seit 15 Jahren gehe ich mit ihm Skitour und er ist auch dabei, ab und zu bei den Wettbewerben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt schreiben wir das einfach mal rein. Also er hat davor vorher gewusst oder du hast es einfach mal gemacht und hast ihm dann gesagt, ja, hey, du hast jetzt übrigens einen Skibergsteiger. Wir sind, glaube ich, schon mal irgendwann mal so irgendwo bei einem ganz so wichtigen Wettkampf sind wir schon mal so aufgetreten, aber im Endeffekt habe ich es dann einfach so reingeschrieben, weil das dann ja, einfach sinnvoll ist. Ist das erlaubt? Dürft ihr so Namen von, weiß ich, Firmen haben? Also es gibt natürlich viele Ausrüster, die ja als Sponsoren auftreten, aber von solchen Firmen weiß ich gar nicht. Ja, das kommt alles vor. Ausrüster, und dann kommen aber auch irgendwie anderen Teamnamen, irgendwelche, ich weiß jetzt gar nicht genau, was da alles gibt, aber es ist, ich glaube, da dürfen wir alles reinschreiben. Also das ist nicht so geregelt, denke ich. Okay, jetzt haben wir mal diesen Teamnamen geklärt. Jetzt geht es um das Thema Skibergsteigen. Du warst dabei bei der Erztrophy in Bischofshofen. Darfst uns jetzt auch gleich mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze dort abläuft. Wir haben ziemlich spektakuläre Bilder davon und ich würde dich bitten, uns mal so ein bisschen zu berichten, wie es dort war. Auf jeden Fall lag Schnee, was ja schon erstaunlich ist für Münchner Verhältnisse. Die war schon mal ein bisschen bitter, weil es liegt ja eigentlich kein Schnee, gell? Aber da war ewig viel Schnee und dann haben wir da erstmal mit den Ketten rauffahren müssen. Man sieht ja, wie es schneit. Dann geht's los. Ich habe natürlich gleich den Fehler gemacht, mich ganz hinten hinzustellen, vor lauter gemütlich. Und dann habe ich ein bisschen vorkämpfen müssen. Ja. Da vorne ist dann die Wie viele waren denn dort am Start? Das ist ein offizielles Rennen. Ich weiß es gar nicht genau, 60, 70 vielleicht so. Oh, schaut wesentlich mehr aus. Ja, es sind schon einige da, Skatiger vorbei. Ja. Was für eine Strecke ist das? Also ja, das waren jetzt 4 Aufstiege. Es war relativ flach das Ganze, weil es halt so viel geschneit hat, war es auf so einem Hügel mehr oder weniger nur als Ausweichstrecke. Und wir sind dann da also 4-mal rauf, also ich nenne es immer Ringelpitz sowas, weil man halt dann doch öfters immer wieder am gleichen vorbeikommt, aber es war trotzdem eine sehr gute Strecke für die Verhältnisse und den wenigen Schnee heuer. Was heißt denn 4-mal rauf? Wie hoch geht's denn rauf? Ach, das waren jetzt insgesamt 1300 Höhenmeter durch 4 Teilen einfach. Ja. Ja gut, aber insgesamt 1300 Meter muss man erstmal durchsteigen. Ja, und die zweite Runde war extrem flach und das war natürlich dann schon gar nicht so unanstrengend. Und da sieht man jetzt die schönen Tragepassagen, die dann auch nochmal in die Oberschenkel einfahren und dann geht es bergab und da ist es ja natürlich streng, geht es dann nach unten. Jetzt dann auch in der dritten Abfahrt, glaube ich, zweimal ziemlich in Schnee katapultiert, aber schnell raus und wieder weiter, dann funktioniert das schon. Warst du ein bisschen überrascht von den Verhältnissen? Nein, war super so eigentlich. Das schlechte Wetter kriegt man ja nicht mit und der Pulver ist immer super zum Abfahren. Okay. Das Ganze ist ja ein Teil des Austria Skitour Cups. Und warst du schon einmal bei einem solchen Rennen dabei oder was für dich die Premiere? Nein, ich bin schon öfters dabei gewesen. Die letzten, also wie gesagt, ich mache es jetzt seit 6 Jahren. Die ersten Jahre bin ich nicht so motiviert. Und jetzt die letzten Jahre ein bisschen mehr und dann aber wieder mal eine Pause gemacht und so. Aber da bei Österreich ist man halt öfters, weil es ja nicht so weit zum Fahren ist. Wenn wir jetzt auf die Ergebnisliste gucken, dann findest du dich auf dem 19. Platz, Lila. Ich meine, im Augenblick, da ist alles Gold und Olympia und ganz Deutschland identifiziert sich ja nur noch über Siege. Kannst du mit diesem 19. Platz gut leben? Ja, sicher. Man schaut ja da immer auf den Abstand zum Ersten. Das sind fast 14 Minuten. Ja, Viertelstunde auf 1300 Höhenmeter, das ist schon okay. Was unterscheidet jetzt den Ersten von deiner Platzierung? Ist das einer, der einfach, ich möchte sagen, schon fast im professionellen Bereich dann da antritt? Ja, der Fasser Alex, der ist da schon, der trainiert ja schon mal ganz anders als wir unser eins. Wir machen das ja alle nach gut dünken. Also man macht da mal schon ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Intervalle und so weiter. Aber
der hat einen richtigen Plan, eine Trainerin und so weiter. Und der investiert da schon viel Zeit und ja, lebt da schon ein bisschen mehr dafür, denke ich. Ja. Du bist hauptberuflich Lehrer. Ja. Das heißt, das Ganze muss quasi eine Art Hobby sein, das du auch selbst finanziert, oder kommt dann durch den anfangs ja erwähnten Sponsor doch ein bisschen was rein? Nein, das muss man natürlich alles selber finanzieren. Und die Zeit muss man sich halt freischaufeln. Als Lehrer ist es nicht schlecht, dass man dann freie Zeiteinteilung hat. Man kann am Nachmittag vielleicht einmal zum Trainieren gehen und dann am Abend weiterarbeiten. Oder halt die Ferien auch noch. Die sind natürlich auch nicht schlecht für diverse Skiausflüge. Was heißt denn jetzt eigentlich zum Trainieren gehen? Also wie oft gehst du denn, damit du, sagen wir mal, eine Form hast, dass du an einem solchen Rennen teilnehmen kannst? Ja, also jetzt während dem Winter gehe, dann schaue ich schon, dass ich dreimal die Woche auf die Ski stehe, also am Wochenende und dann nur einen Tag unter der Woche. Und dann vielleicht noch einmal laufen gehe, bei uns halt vor der Haustür, Isar, Perlacher Forst. Meistens dann da Intervalle, ein bisschen kürzer. Und sonst halt Ausdauereinheiten. Und mein persönliches Hamsterrad, nenne ich das immer, ist halt das Brauneck. Da bin ich schnell dort mit dem Auto, einigermaßen schnell, also brauche ich eine Stunde, dann stehe ich in die Ski und dann kann ich da halt am Nachmittag noch drei Runden drehen. Darum nenne ich es ja Hamsterrad. Immer das Gleiche, aber das ist halt gut für die Ausdauer und fürs Gefühl und alles. Ja. Und so, wir hatten vor einigen Wochen hier Mario Lehmann zu Gast, ebenfalls ein Skibergsteiger aus Bad Reichenhall. Ja. Der ist beim Champ or Cramp gestartet. Wir hatten auch schon den Seppi Rottmoser hier, der in der Skibergsteiger-Nationalmannschaft ist. Der Weltmeister ist im Sprint, also der ist natürlich auf den kurzen Strecken da zu Hause. Ja. Die kommen allerdings alle aus Gegenden, in denen sie wirklich nur die Hoftür aufmachen müssen, die Latten hinlegen, draufsteigen und los mit dem Training. Wie ist es jetzt für einen Münchner? Kannst du überhaupt mit solchen Leuten mithalten? Ist das überhaupt denkbar? Ich denke schon, dass man das machen kann. Man müsste halt dann vielleicht also das Trockentraining noch ein bisschen forcieren und dann natürlich jede freie Minute halt dann schauen, dass man noch auf die Ski kommt. Ja. Man schafft jetzt nicht die Umfänge, denke ich, aber wenn man das ist ja immer die Frage, muss ich jetzt 200.000 Höhenmeter gehen oder muss ich nur 100.000 gehen? Also das ist die, wird man dann besser oder nicht? Ist die Frage, gell? Aber mir reicht es so eigentlich, ja? Also da ist der Spaß ja auch nicht zu kurz kommen. Und quälen kann man sie weiter hinten genauso wie vorne. Nichtsdestotrotz, du machst ja bei den Wettkämpfen mit, weil du auch den Gedanken hast, du willst dich mit anderen messen. Das ist ja nicht nur eine Freizeit-Gaudi für dich. Ja, das ist eigentlich eher so, man muss jetzt auch mal wieder ein bisschen einen Druck ablassen oder was auch immer. Und natürlich misst man sie dann mit den einschlägigen Bekannten, die so im Dunstkreis ein paar Minuten davor, danach sind die Vorderen sind eh weg. Und da misst man sie dann schon ein bisschen, aber hat man mal einen guten Tag, hat man einen schlechten Tag dann. Aber insgesamt würde ich mal sagen, ist das eigentlich alles nur, ja, klar, man quält sich mal ganz gern, aber im Endeffekt ist es eigentlich bei mir auch viel Vorbereitung dann auf eigene private Skitouren. Weil je fitter man dann bei den Wettkämpfen ist, umso mehr kann man natürlich dann auch die privaten Skitouren genießen, die dann vielleicht einmal ein bisschen länger werden, ein bisschen schneller werden und ein bisschen größer, höher, weiter. Weil wir sind ja auch weltweit unterwegs, skitourenmäßig, und dann macht es halt auch mehr Spaß, wenn man sich da ein bisschen. Sowas wie die Ernst-Trophy, fällt es dann irgendwie doch noch unter den Begriff Genuss und Spaß dran haben? Ja, zwischendurch natürlich nicht, weil man dann da schon sehr am Limit hängt, aber dann bei den Abfahrten oder mal irgendwie, ja doch, das ist schon Spaß eigentlich. Es gibt ja so reine Aufstiegsrennen, so wie beim Champ or Cramp. Das ist dann schon immer so Spaß, wenn man dann eigentlich nur vom Anfang bis zum Ende leidet. Aber bei den längeren, also je länger das Rennen ist, umso mehr kann man das dann eigentlich genießen. Hast du irgendeine Art Spezialität? Also bist du schon einer, der für den Aufstieg ist? Oder liegen dir diese Wechsel, dass man auch eine Tragepassage da ist? Oder die Abfahrt halt dann eher? Ja, bei mir muss eigentlich möglichst alpin sein. Also möglichst viel Spitzkehren, möglichst wilde Abfahrten oder halt irgendwie noch ein bisschen was dazwischen und so. Also das darf jetzt nicht so langweilig sein und nur Piste rauf, Piste runter. Das hat nichts mit Skibergsteigen zu tun. Und am besten ist es schon irgendwie voll durchs Gelände und halt anspruchsvolle Spur, anspruchsvolle Abfahrt, Wechsel, Tragepassagen. Wie stehen wir denn gerade da? Also der Seppi Rottmoser, wie gesagt, der ist im vergangenen Jahr zweimal Weltmeister geworden, allerdings immer auf diesen kurzen, auf diesen Sprintstecken. Ja. Da gibt es den Toni Palzer, der ist jetzt, glaube ich, Vierter geworden am Wochenende bei der EM. Ja, der ist jetzt also zweimal Vierter geworden, und das Lustige ist eigentlich auch, dass das beim World Cup davor, das Wochenende, sind beide beim Sprint Erster und Zweiter geworden. Also da war das Podium ziemlich deutsch, und das ist eigentlich nicht zu erwarten, weil
deutsche Nationalmannschaft besteht eigentlich aus den zwei. Es sind noch mehrere da gute dabei, aber die sind natürlich jetzt nicht ganz so gut und fahren ja nicht immer gleich alle mit. Und für das ist es eigentlich nicht schlecht. Aus welchen Nationen kommen denn die ganz guten? Ja, also heuer sind führend die Italiener. Die sind ganz gut. Die sind natürlich auch, die sind ganz anders gefördert. Die haben Vereine, die Jugend wird gefördert und alles. Und dann kommen halt die Franzosen, die sind gleich auf. Also, keine Ahnung, so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber die sind auch sehr gut. Und dann kommt irgendwann mal Österreich vielleicht noch und die Deutschen. Ja. Aber wir sind jetzt keine Skibergsteigernation, sage ich mal. Bei den Italienern ist das ganz anders. Ja. Aber ich glaube, der Anteil an derer, die es in der Freizeit betreiben und eben dann auch schon ja, solche Rennen mitmachen, um mal zu wissen, wie gut sie da sind, der steigt an. Denn es ist ja auch zu merken, auch die Verkaufszahlen, es gibt ja auch der Handel bekannt, gerade an Skitourenausrüstung, die gehen in die Höhe. Ja, ja, es war jetzt in Deutschland, war es jetzt mal vor ein paar Jahren, da war es schon ein bisschen moderner, die Skitourenrennen, da waren auch mehrere angeboten. Die sind jetzt heuer natürlich durch den schlechten Schnee auch wieder alle abgesagt worden und so weiter. Und es ist auch nicht mehr so großes Interesse. Aber der Skitourenmarkt an sich, der boomt natürlich gewaltig. Ja. Und also wenn ich jetzt am Brauneck zum Trainieren gehe, dann kommt man sich vor, als würden alle mit Füßen aufgehen und keiner mehr mit Lüft fahren. Da überhole ich halt dann 50 Leute oder mehr. Und, aber die haben alle ihren Spaß und das ist auch gut so, ja. Wie hat sich denn entwickelt? Es gibt ja nun seit einigen Monaten, hat der vergangene Winter angefangen, in diesem Winter, durch die Schneearmut, weiß ich gar nicht, wie es sich überhaupt auswirkt. Ist es ja erlaubt worden, dass die Skitourengeher auch an den Pisten, entweder an den Rändern, also an den normalen Alpinpisten oder an speziell abgestreckten Wegen gehen können, damit es eben kein Gehege mit den Alpinfahrern gibt. Funktioniert es? Was sind deine Erfahrungen? Ja, also jetzt zum Beispiel am Brauneck funktioniert es tadellos. Die haben da links neben der Piste durch den Wald eine recht nette Spur oder besser gesagt eigentlich eine ausgewiesene Route ausgeschildert. Und da kann man gemütlich hinaufgehen und dann halt über die Piste runterfahren. Das wird sehr gut angenommen und funktioniert tadellos. Man muss sich natürlich an die Präparierungszeiten halten. Nach 18 Uhr ist dann ein bisschen gefährlich mit den Pistenwalzen und so weiter. Am Spitzing ist es zurzeit recht wild. Also da gingen alle möglichen Gerüchte rum und in Garmisch ist ja immer geklagt worden. Da muss man dann, also da gibt es nur bestimmte Wege, wo man gehen kann, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Was steht noch an für dich diesen Winter? Gibt es noch so ein, zwei Wettkämpfe, wo du sagst, das sind so deine eigentlichen Höhepunkte? Ja, jetzt fahren wir nächstes Wochenende zu Tri-Rotondo in der Schweiz. Das ist also ein Teamwettbewerb wieder. Und da müssen wir halt 3100 Höhenmeter machen mit riesen Tragepassagen und so weiter. Und da bin ich schon gespannt. Also ich hoffe, dass das Wetter gut wird und dass wir da also irgendwo im hinteren Mittelfeld landen oder wo auch immer, ist ja egal, aber dass wir gut durchkommen und ein gutes Gefühl haben und uns ja, einfach Spaß dabei haben und ein bisschen quälen. Rainer, danke, dass du da warst, dass wir mal so ein bisschen Einblick in die Situation eines Münchner Skibergsteigers bekommen haben. Ja, denn so einfach ist es ja in München wahrlich nicht. Einstellungssache. Bin gespannt, was wir noch vom Team Sagletti Eisecke zu hören bekommen. Immer in die Ergebnislisten schauen. Machen wir. Danke, dass du da warst.